Wir haben's bald. Knapp die Hälfte des Weges. Ach, hier geht's in die Siedlung. Ich sehe die Wetterspitze schon. Unser Ziel rückt immer näher. Und ich sehe auch die verlassene Hütte schon. Die ist da ganz hinten. Zwischen den Bergen. Das heißt, wir verlassen jetzt die heimischen Gestade. Runterziehen. Jetzt stelle man sich vor, man hätte kein Reittier. Man müsste diesen Weg zu Fuß machen. Schwimmender Grasbüschel. Lol. Okay. Ich hab's gleich. Aber wie schnell sich einfach mal so die Landschaft ändert. Hier noch so alles grün. Und ja, das Tod. Das Tod verdorrt. So. Perfekt. So, und jetzt kann ich Halo 10 machen. Jetzt kann ich mich bewegen. Jetzt habe ich mein Ziel erreicht. Jetzt bin ich glücklich für heute. Sind in den einsamen Landen. So, und nicht wundern für alle, die neu sind. Halo 10 bedeutet, ich mache Kniebeugen. Das ist immer besonders schön. Vor allem, ich muss mal so überlegen, ich habe mich heute tatsächlich noch nicht bewegt. Nee. Nicht besonders viel zumindest. So, und wieder ran. Okay. Und ich glaube, hier war eine Instanz, die wir beim letzten Mal nicht gemacht haben. Meine ich. Glaube ich. Es war bei dieser guten Dame hier. War nur noch 1,5. Und? Ich habe hier keine Menge da reingeschrieben. 9,5 sind immerhin 9,5. Ne? Ich habe noch schon Frist, ich bin noch erkältet. Ja. Wenn ich gesund bin, sind sie wieder größer. Also länger. Mehr. seid ihr bereit für meine Lektion? Wir werden zur Wetterspitze reisen und darauf warten, dass ein Sturm sich zusammenbraut. Meine Lektion erwartet euch auf dem Gipfel. Ja, okay, genehme ich jetzt. Sehr gut. Ich dachte schon. Juhu, Instanz! Freut sich noch jemand auf Instanz? Vom Gipfel der Wetterspitze blickt man weit ins Land und schon viele haben ihn erstiegen, um alles erblicken zu können, was sich erblicken lässt. Ihr wurdet an diesen Ort gebracht, um etwas über die subtilen Einflüsse zu erfahren, die Runen mit der Natur verbinden. Denn Worte und Sprachkunst wirken sich spürbar auf viele Kräfte in Mittelerde aus. Melgovanen. Ich habe euch 3 Steine gegeben, in die ich eine Rune eingraviert habe. Ich möchte, dass ihr den Gipfel des Berges erklimmt und die Steine ganz oben auf 3 flache Felsen legt. Dann müsst ihr warten, Runen bewahren. Bis jeder Runenstein vom Blitz getroffen wird. Ah, das ist unsere Klassenquest. Naja, ich verstehe. Warum macht ihr so ein Gesicht? Ihr zweifelt daran, dass dies geschehen wird? Ich bin zuversichtlich. Seid wachsam. Ich habe Hinweis darauf gefunden, dass sich in jüngster Zeit Orks in dieser Gegend herumtreiben. Sucht auf den Gipfel nach geeigneten Felsen, doch hütet euch vor Orks, die dort lauern können. Okay. Alles klar. Juhu.
Wir sind bei der Wetterspitze. Ich find's cool, diese Orte mal zu sehen, ey. Hier ist ein flacher Stein. Hier ist ein flacher Stein. Und hier ist ein flacher Stein. Ah. Ist alles da, wo wir vom Blitz getroffen wurden. Ja, der hat dich getroffen. Hier, der nordöstliche wurde getroffen. Und jetzt dürfen wir die wieder einsammeln. Sicher. Guckt hier mal, ihr kleinen Steinchen. Guckt, guckt, guckt. Das hat ihn getroffen hat. Gut gemacht. Ihr seid nicht nur meinen Anweisungen gefolgt, sondern ihr habt auch die Orks beseitigt. Seht nur, obwohl jeder dieser Steine direkt von einem Blitz aus dem Himmel getroffen wurde, ist auf jeden von ihnen doch nur die Rune zu erkennen, die ich dahin eingeritzt habe, bevor ich sie euch gab. Die Rune für Blitz. Braucht es noch mehr Beweise als diesen dafür, dass in der Art, wie wir die Welt beschreiben, Macht liegt? Lass uns zur Herberge zurückkehren. Wir können beim Abstieg weiter darüber sprechen, was das zu bedeuten hat. Ich mache das nochmal größer. Damit auch Blinde es lesen können. Was kann ich für euch tun? Ihr habt die Zeichen gesehen, die der Blitz auf den Runenstein hinterlassen hat. Ich habe keine Erklärung dafür. Ich weiß nur, dass die Worte, mit denen wir bestimmte Ereignisse beschreiben und die Runen, die wir für jene Worte verwenden, nicht zu verlinken Ursprungs sind. Selbst im kleinsten Wort liegt Macht. Eine Macht, sogar wie ihr sie in den Sturmwolken auf dem Amun-Sul gesehen habt. Danke, Hybrid. Geht ja schon fast wieder gut. Ist ja nur noch ein bisschen Husto-Schlüpfen. Ihr werdet in Zukunft mit dieser Macht besser umgehen können. Fürwahr, ihr habt bereits Fortschritte gemacht, obwohl ihr das selbst vielleicht noch gar nicht bemerkt habt. Okay, Klassenquest fertig. So, ist das Ding besser? Nein, das Ding ist nicht besser als das, was ich hergestellt habe. Ich krieg da schon wieder Pickel. Klafft. So. Jetzt. Ballade von Bingo Buffin. Ach, das ist die Gruppeninstanz. Ja, das kann ich noch nicht machen. Das dauert nur ein bisschen.
So, aber das hier kann ich alles machen. Ach du Scheiße. Okay, für eins muss ich da wieder hin zurück. Das machen wir direkt. Er vermisste Wagen und Lenker. Ja, die müssten... Ja, da ist der Wagen. Der Lenker müsste, glaube ich, da hinten sein. Wie ist du, kleiner Bildes? Nehmen wir mal unsere Ziege wieder. Ich wurde in letzter Zeit zu wenig bewegt. Okay, das heißt, wir sammeln jetzt erstmal Wolfsfelle und Keilerfüße und Beinknochen. Da freuen sich die Keiler. Ich ja nicht nur, oder? Nee. Aber euch. Stimmt, das haben wir ja beim letzten Mal sogar schon angefangen. Letztes Mal waren wir ja sogar schon ein bisschen in den Einsamlanden. Gibt's doch noch ein paar Viecher? Speerwerfer. Euch brauche ich. Jetzt sind noch mehr. Also tatsächlich ist heute so mein Ziel, eigentlich mein Ziel, Stufe 28 zu erreichen. Aber mal gucken. Und vielleicht ungefähr so weit, wie ich privat bin. Nur ungefähr. Kohlkopf. Den Kohlkopf brauche ich. Kaninchen. Warte mal, wenn ich das Kaninchen... Okay. Ich darf keine Kaninchen töten. Ich dachte, so komme ich vielleicht an Kaninchenfleisch und so weiter. Aber scheinbar nicht. Scheinbar ist das nicht der Fall. Noch was? Ja, nehmen wir einmal an. Und für Blaubeeren. Nein! Dumm. Einfach nur dumm. So. Und für Blaubeeren. Karma. Einfach nur Karma.
Sind aber ganz schön wenig Viecher. Jetzt seht ihr unten auch noch, ne? Ja. Muss man ja immer gucken, was hier dann wirklich zählt und was nicht. Also die Viecher halten sich echt den Grenzen. Keilerhauer, die haben wir. Ich glaube, die Beinknochen fehlen noch. Oder? Und da oben ist Silber. Silber will ich auch haben. Es wäre natürlich auch cool, wenn wir heute noch irgendwie Verbeziehungstaten fertig kriegen. Sagen. Warum geht das nicht? So weit weg sind wir nicht. Habe ich eigentlich noch Punkte? Ja! Stimmt, warte mal. Ich muss einmal ganz kurz meinen altbekannten Guide einmal aufmachen. Ich will nämlich den Runenbewahrer nicht... Also, aus meiner Sicht die falsche Skill. Ich finde, das, was ich mir da tatsächlich rausgesucht habe, finde ich echt sehr gut. Deswegen versuche ich da immer so ein bisschen drauf zu achten, dass ich da so... Gleich Skille. So. Was macht das jetzt nochmal? Detail von heilender Vers, ja. Sehr gut. Okay. Viel Spaß im Lurk, Hybrid. Und vielleicht bis später. Hilfe. Irgendwie wollte es gerade nicht so. Ah, Geldwagen. Hierher. Beifuß. Platz. Und tschüss. Jetzt nicht, Le. Ich glaube, hier kommt man noch ganz schnell in dieses eine 55er-Gebiet. Wenn ich mich recht entsinne. Ach, brauchen wir gar nicht mehr. Weil ich glaube, ich habe es hier tatsächlich mal geschafft, in irgendein Gebiet zu kommen, wo ich hier rübergegangen bin. Und ich habe ganz schön auf die Fresse gekriegt. Aber ganz, ganz schön. Das, nie. Einfach nein. Möchte ich nicht. Habe ich schon was fertig? Ja. Das und das. Und dann das. Mit Tonscherben. Gräberinfedern. Ach du Scheiße.
Noble Taten. Wolfschwanz, okay. Das ist also auch nur in dem Gebiet hier. Aber Gelbfang ist halt echt selten. Das ist so ein... Ich hasse Gegner, die unsichtbar sind. Findet sie einfach nie. Wobei ich weiß, wo sie rein theoretisch noch sein könnten. Das ist halt hier unten, ne? Westfälle. Wenn ich wenigstens das eine erstmal hätte. Bei Gelbfang ist ja halt nirgends. Geil, dann suche ich gleich mal nach den Kleber ihn. Hängt schon wieder? Nee. Haben wir noch einen Wächter der weißen Hand? Nee, dich brauche ich nicht. Du bist unwichtig. Du bist auch unwichtig. Da sind zumindest die Gräberin. Die brauchen wir. Die sind nützlich. von 60. Bin jetzt am überlegen. Nutze ich die Bezwingertat schon? Huch, da finde ich sie nicht. Warte mal. Bilvis Gräber in Ork Vark. Ja, komm. Machen wir. Was haben wir denn da noch? Laufgeschwindigkeit. Aber ich glaube, das mache ich dann erst nachher nach der Pause. Weil ich dann gleich die Pause gemacht habe. Dann lohnt sich das mehr, weil sonst fehlt uns die halbe Stunde. Das will ich nicht. Machen wir also gleich. Von 8. Ah, ne. Wildschweine brauche ich ja nicht mehr. Das Thema hatten wir ja gerade erst. Himbeeren. Die brauchen wir noch. Aber ich frage mich jetzt halt ernsthaft, wo man sonst dieses ganze Fleisch und so weiter herkriegt. Muss man sich das echt die ganze Zeit kaufen? Weil das wird schwierig, den Koch dann aktuell zu halten. Ich brauche Geld. Ich brauche Money. Ja gut, vielleicht finde ich mir weniger Zwiebeln kaufe. Ich habe erstmal genug. Hm.
Da habe ich noch ein Vögelchen gesehen. Der. Was habe ich da eigentlich? Ach, okay. Ich weiß wieder, was es ist. Packe ich aber einmal dahin. Zu den anderen blauen Fähigkeiten. Nein? Ja, da. Eine neue Tat. Und ein Kohlkopf. Nachdem wir das Wildschwein getötet haben. So. Okay, war aber noch nichts von den Sachen, die wir... Die Gräber hier. Ach, da. Okay. Der Rest ist da hinten. Okay. Da ist Jüte. Aua. Na, hat mich ein Gelbfang entdeckt? Ah, nee. Wahrscheinlich nur gewittert. Vorteile. Okay, ein paar Vorteile könnte ich mir auf jeden Fall holen. Ich liebe diesen Sound. Mappa, vielen, vielen lieben Dank für deinen Resub. 4 Monate. Du bist im 4. Monat. Katzenbaby im 4. Monat. Ja, aber es geht ja gut, Mappa. Ich bin hier schon wieder fleißig am Lotro suchten. Wer hätte es gedacht? In 5 Monaten habe ich einen Bindungstermin. Ja, sehr geil. Da musst du uns aber das neue Katzenmitglied vorstellen. Jungs, ich habe 8 Kisten und keinen Schlüssel. Alter, auf meinem Privatschar habe ich jetzt auch 7, glaube ich. 7. Und ein Schlüssel habe ich mir vorhin erspielt. Das heißt, ich hatte auch 8. Jetzt nur noch 7. Das war echt... Vor allem, das wird ja jetzt noch schlimmer. Mit dem zweiten Char jetzt. Aber hier habe ich noch 2 Schlüssel, glaube ich. Da. 2 Schlüssel habe ich hier noch. Bisher aber noch keine gefunden. Bisher noch keine. Leider. Die Truhen kommen wahrscheinlich dann, wenn ich dann nicht mehr mit rechne. Oder wenn ich, keine Schüsse mehr habe. Dann kommen sie. Den Vergiwag brauche ich auch. Komm her, du kleiner süßer Wag. Hopze Baba. Ja. Hol du nochmal. So, jetzt.
Stiller Gelbfang. Ja, Gelbfang. Sieht das einmal von Jordan. Beide Gelbfänge. Alter. War seit etwa 30 bis eben unterwegs worden. Mit davon meinen liebsten Kaffee überfreuen. Und wir sind mit meiner besten ihren Hund noch über eine Stunde auf dem Acker. Boah. Aber klingt nach einem schönen Tag. Klingt echt nach einem schönen Tag. Ja, ich habe heute tatsächlich nur Lotro gezockt, den Stream vorbereitet. Nochmal geguckt, ob alles funktioniert. Toll, 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 bis jetzt läuft alles. Und frisches quasi, ja, so ein bisschen zumindest geholfen bei seiner Präsentation da. Ihm zumindest zugehört. Und ja. Ansonsten habe ich tatsächlich heute nicht so viel gemacht. War heute tatsächlich mal recht faul. Okay, brauche ich nicht. Boah, hier soll ich Tonscherben. Eine. Um genau zu sein. Da. Eine Tonscherbe. Eine Tonscherbe und Wagenwag. Wenn sie jetzt schon der Tag aber lange Spaziergänge bekommen, dann ruck nicht. Oh, scheiße. Das ist dann weniger schön. Was bei Frisch ist ähnlich. Mit den Spaziergängen. Fahrradfahren geht bei ihm. Spaziergehen ist immer so eine Sache. Das Ding ist cool. Was ist das? Gunther. Begleiter von Nihamix, okay. Weißt du, sie wird da aber gerne wissen, was das für ein Viech ist. Okay. Doch, krieg ich. Aha. Betäubt. So, zwei Wagschwänze bräuch noch. Zwei Wagschwänze. Ja. Zeig ich dir nachher. Beziehungsweise kann ich auch gleich machen. Sobald ich die zwei Waage habe. Beziehungsweise. Warte, wie lange dauert das hier noch? 23 Minuten. Kann ich das gleich einmal umtauschen? Geh einmal da. Brie. Ist aber tatsächlich ganz einfach. Mir gefällt der neue Layout. Das freut mich. Freut mich zu hören. Hat mich auch einiges, wie gesagt, an Arbeit gekostet. Stundenmäßig. Weil halt alles nicht ganz so klappen wollte, wie es, ne? Wie es da nun mal sein sollte. Vor allem mit der Webcam hatte ich halt. Mit diesem Cam-Fenster hatte ich so ein paar Probleme. Weil irgendwie ging das nicht. Dann wollten die Alerts anfangs nicht. Dann kamen da irgendwie Sachen, die gar nicht kommen sollten. Wo ist mein letzter Wag? Wurde der hier weggefarmt? Wahrscheinlich. Nee, da. Ja, vor allem Nerven. So halb habt ihr es ja sogar mitgekriegt. Du und Hybrid. Ich habe euch dann ja so ein bisschen zugespannt tatsächlich. In dem Tag. Aber bisher funktioniert alles. Ich bin bisher sehr, sehr glücklich und froh. Vor allem, dass halt auch dieses, was bei dir eben kam, dieses Mau, 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 kam. Das fand ich halt mega cool, dass das geklappt hat. Weil das war nämlich etwas, was mich Nerven gekostet hat. Es war richtig. Weil das nicht, es wollte einfach nicht funktionieren. Alles andere hat funktioniert, aber das ist irgendwie, das ist irgendwie nicht. Nee. Das wird mich ärgern.
Dann sammeln wir noch einmal Handelsbündel. Und dann können wir gleich einmal nach Brehe. Und dann gehe ich auch gleich einmal ganz kurz in die Pause. Helfe ich Futsch noch mal ganz kurz. Geh pinkeln. Und dann hat Frühschuss auch die Erlaubnis, mein Essen zuzubereiten. Was auch immer ich nachher kriege. Ich bin gespannt. Ich bin echt gespannt, was Frühschuss mir da zaubert. Ich habe heute noch nicht einmal auf mein Leben geachtet, ne? Kontraproduktiv, Verzeiler. Das habe ich irgendwie auch seltsam. Ich habe beim Streaming-Char eine andere Auflistung hier von meinen Fähigkeiten als beim Privatschar. Wie weird. Ich spiele meinen Runi auf zwei verschiedene Arten und Weisen. Das ist echt seltsam. Ich weiß nicht, ob das Ganze produktiv ist. Ich glaube, spätestens in den Instanzen habe ich Probleme. Ach, lacht nicht so blöd. Ganz safe fliehen. Kiste. ...26 von 60. Das ist einfach auch eine Masse. Kriege ich doch niemals zusammen. Toll. Und von 10. Da ist auch noch ein Bündel. Zwei sogar. Nehmen wir das da hinten noch mit. Dann können wir gleich zugreifen. Boah, da unten sind schon die Spinnen. Da müssen wir nachher auch noch runter. Töten wir euch noch mal ein bisschen. Wollen wir nachher bei der Bezwingertat nicht so viel machen. Wobei ich nicht glaube, dass wir uns heute noch einen Schlüssel erspielen können. Thank you.
Ist hier noch irgendjemand? Nö. Sehr gut. Huch. Ja klar, jetzt kommen sie. Wo sind denn heute alle? Also Luna und Hypnos sind im Lurk. Und Frühstück ist glaube ich auch gerade noch am Essen. Beziehungsweise am Essen und Arbeiten, glaube ich. Also, ja. Sind gerade alle noch ein bisschen beschäftigt. So. Dann reisen wir jetzt einmal noch schnell nach Bre. Dann zeige ich dir das kurz. Und dann gehe ich aber schnell in die Pause. Ja, okay. Da ist Frisches. Ja, das ist richtig, Mappa. Das ist richtig. Mache Foto weiter. Ja! Ich bin auch gleich oben. Wie gesagt, ich muss nur einmal ganz kurz, oder ich reise einmal ganz kurz nach Bre. Mach hier einmal, damit wir gleich schnell zurückkommen, hier einmal meinen Marker hin. Und ja. Binden. Ich bräuchte eigentlich echt mal so einen zweiten Bindungsstein. Ich nehme auch was. Mal sehen, was es gibt, ne? Ich bin echt so ein bisschen gespannt. Schwere mit Reis. Ja, ja. Du mich auch. Frisches, du mich auch. Keiner weiß, was das ist. Schlimme Rippe mit Reis. Wobei Reis ist lecker, wenn er richtig gemacht ist. Ich hätte ja mal wieder Lust auf so ein Chopsü, ne? Chopsü vielleicht mal wieder Bittergut. Der lange Ritt nach Bre. Das Gute ist, dass der Rückweg dann nicht ganz so lange dauert. Aber es ist halt echt genial, wie groß diese Welt einfach ist. Du brauchst halt einfach mal so eine Ewigkeit, dass du von A nach B kommst. Chopsy bin ich dabei. Ja, oh, Chopsy ist so lecker. Allgemein, ich liebe asiatisches Essen, ne? Das ist so. Lecker. Ich finde es ja immer noch schade, dass es hier einfach keinen Asiaten gibt. Beziehungsweise es gibt hier zwar Asiaten, wo man bestellen könnte. Aber da ist erstmal die Wahrscheinlichkeit, dass du da günstig wegkommst, null. Weil ich glaube, du brauchst ein Mindestbestellwert von 40 bis 60 Euro. Für mich alleine. Weil Frisches mag kein Asiatisch oder nicht gerne. Ist das halt echt viel. Das sind 3 Tage für mich. Für 3 Tage hätte ich was zu essen. Und am 3. Tag wäre ich schon vorsichtig, ob ich überhaupt noch essen kann. Na gut, es sei denn, ich friere es ein, aber. Was soll das essen? Ja, der Thailänder, aber das. Das war thailändisch. Kein Chinesisch. Ich würde gerne Chinesisch essen. Der Thailänder, der ist echt lecker. Müssten wir auch mal wieder hingehen. Aber ich möchte echt mal wieder richtig gern Chinesisch essen gehen. Wobei doch, Buffet. Wenn es beim Chinesen Buffet gibt, dann ist Frisches das auch. Dann kriege ich ihn da auch zu. Davon haben wir 2 gute bei uns. Einer ist etwas außerhalb und einer ist ja, nahe Stadtmitte. Ja, eigentlich, ja, durch Stadtmitte. Aber da musst du halt erstmal 40 Kilometer hinfahren. Wir wohnen ja auf dem Dorf, deswegen ist das etwas, ja. Naja, vielleicht nächstes Jahr.
Vielleicht nächstes Jahr. Ich liebe Chinesisch. So. Also. Jetzt müssen wir den... Ah, wir reiten genau drauf zu. Fällt es gut, aber da gibt es bei uns nicht so viel zur Auswahl. Ich glaube, bei uns schon. Bei uns gibt es, glaube ich, relativ viel sogar. Aber ich bin halt kein Sushi-Fan. So. Also. Wenn du die Dinger umtauschen willst, Papa, oder wenn ihr sie umtauschen wollt, diese Aschepartikel, ist hier in Bre, einmal hier, wo diese Taler und den ganzen Quatsch ist, hier in diesem Brunnen, muss man einmal mit Rowena Himbeer reden. Dann einmal auf Tauschen. Und dann hat man hier einmal Prachtstücke des Glanzes, die man dann eintauschen kann. Also hier steht dann die Aschepartikel. Ich habe jetzt gerade 840 von 1000. Und immer für 1000 kann man sich dann die Prachtstücke des Glanzes holen. Davon kann man sich dann hier die Sachen, die man eigentlich auch in Kisten findet, kann man sich hier dann halt auch nochmal kaufen. Rein theoretisch. Wenn man sie halt nicht findet oder keinen Bock mehr hat zu farmen. Dann kann man sich die hier auch rausholen. Wie gesagt, dann einfach das hier nehmen. Ist, glaube ich, auch das Einzige, was dann angemarkert ist. Das hier, weiß ich gar nicht, was man dafür braucht. Da braucht man noch irgendeine andere Währung für. Ah, Asche der Verzauberung braucht man dafür. Und das hier sind die Aschepartikel der, was weiß ich, der Verzauberung, ja. Hier kann man dann die grünen eintauschen und später dann halt auch die roten. So, gut, dann gehe ich jetzt einmal ganz kurz in die Pause. Dann kann Frodo zu mir noch einmal seinen Text davor lesen. Ich gehe gleichzeitig auch noch pinkeln.